Gerade in den letzten paar Wochen hat sich einfach für mich herauskristallisiert, dass ich gerne alleine bin. Dass ich gerne einfach Ruhe habe und mich ein bisschen zurückziehe. Und da ist das Angeln natürlich eine perfekte Gelegenheit dafür, weil, naja, es ist Natur, es ist See, es ist der Fisch und ich. Ich fühle mich so einfach freier. Ja, also ich finde, die letzten Wochen ist es wirklich schwierig geworden. Die Situation hat sich zugespitzt. Ich sehe Alex auch kaum noch, also der ist nur noch zum Angeln draußen. Und ja, so schön es jetzt in Schweden war, ich stelle mir natürlich die Frage, ist es das, wo ich mit meinem Leben hin will? Ist es der Weg, den ich weitergehen will? Achso. Okay. Also Entwarnung vorneweg. Alex und ich sind natürlich immer noch ein Paar happily in love, more than ever. Wir hatten einfach nur ein bisschen Lust auf Clickbait. Aber nichtsdestotrotz, der Wind of Change weht. Und er weht kräftig. Berlin. Man hat ja an so eine Reise bestimmte Erwartungen. Unsere Erwartungen waren groß. Wir wollten frei sein, wir wollten unterwegs sein, wir wollten einfach unser Ding machen. Ungebunden sein, nicht an den festen Wohnort gekoppelt, mal hier, mal dort. Und das Witzige ist ja immer, wenn man sich so Träume erfüllt oder irgendwas Besonderes macht und man erfüllt sich diesen Traum, beginnt meistens gleichzeitig schon wieder in einem der Prozess und man denkt sich, was kann ich noch machen? Was könnte ich als nächstes machen? Und bei uns war es tatsächlich so, je länger wir unterwegs waren, und wir haben das natürlich total genossen, aber desto mehr hat sich in uns wieder der Wunsch nach einer Base entwickelt. Also ein Ort, an den wir immer wieder zurückkehren können, der irgendwie so unser Zuhause ist. Was ist denn die vernünftige Base, die richtige Base, wo wir denn wohnen oder sein wollen? Also, es ist auf jeden Fall ein Ort, wo viel Natur ist. So viel kann ich für meinen Teil schon mal sagen. Und wo es viel Platz hat. Ja, wo nicht so viele Menschen auf einen Ort gestopft sind. Und natürlich das Allerwichtigste, was an diesem Ort, wo der auch immer ist, ob der jetzt in Deutschland ist oder ob der in einem anderen Land ist, das Allerwichtigste für uns ist die Freiheit. Die Freiheit, die steht ganz oben auf der Liste und die muss gegeben sein. Und bei all diesen Punkten, wenn man es mal so checklistenartig durchgeht, haben wir uns natürlich gefragt, ist dann Deutschland noch der Ort, wo wir leben können und wollen? Und wir sind ja, wenn ihr euch erinnert, im Februar aus Deutschland rausgegangen, weil all diese Punkte für uns nicht mehr gegeben waren. Ja. Sind es jetzt? Nein, tendenziell noch weniger als zuvor. Deswegen? Deutschland ist raus. Als nächstes haben wir uns die Frage gestellt, sollten wir auf irgendeine asiatische Insel oder eine Südseeinsel oder allgemein irgendwo hin, wo es Strand, Meer und Palmen gibt? Und billig. Und billig. Und dann haben wir uns auch nochmal genau dieselben Fragen gestellt, will man das? Es kommt natürlich auch noch hinzu, dass mit diesen ganzen Auflagen, die momentan bestehen, zum Thema Reisen, dass wir das definitiv auch nicht mitmachen wollen und auch nicht werden. Ja, also wir wollten ja ursprünglich mal so weltreisemäßig unterwegs sein unter den jetzigen Bedingungen. Wir wollen nicht unsere Seele verkaufen und quasi jedes Mal das Affentheater am Flughafen mitmachen, was gerade herrscht. Zurück nach Deutschland oder nochmal was ganz anderes. Ja, und? Dann gab es natürlich noch die kleine, feine dritte Option. Schweden. Wir sind ja schon hier. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Es gibt viel Platz, weniger Menschen, die Natur ist wunderschön, es ist noch recht freiheitlich hier. Man kann sich integrieren,
man kann sich der Gesellschaft anpassen, ja. Man ist nicht zu unterschiedlich. Ja. Wir sind das natürlich bewusst, weil das kommt ja auch oft, ah, aber in Schweden ist ja auch nicht alles toll, ja. Das wissen wir. Wir wissen das. Es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, wo alles, alle Faktoren passen und alles super ist. Aber man muss sich natürlich einfach überlegen, wie ist so der Durchschnitt von allen Punkten, die mir wichtig sind. Gibt es hier vielleicht einen Punkt, der total super hier ist, der alle anderen überwiegt? Und das haben wir uns dann alles bei Schweden die Frage gestellt und haben dann entschieden... Es ist und bleibt Schweden. Wir bleiben in Schweden. So richtig. Mit Haus, Hund und Hof. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir das laut aussprechen. Ja. Vor der Kamera auf jeden Fall. Crazy! Ich freue mich drauf. Ja, es ist aber auch ungewohnt, muss ich sagen. Wir ziehen nach Schweden. Findest du es ungewohnt? Sehr ungewohnt. Okay. Es ist für mich noch wie ein ferner Plan. Ich glaube, es ist, weil wir einfach schon hier sind. Ja. Wir sind jetzt nicht in Deutschland und sagen so, jetzt packen wir den Koffer und ab nach Schweden, sondern... Der Akt des Umziehens ist nur irgendwie so halbiert, ja, weil wir ja schon hier sind. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir zwei Mäuschen bleiben jetzt erstmal in Schweden. Also wir sind nicht der Typ Mensch, der jetzt sagt, oh, das wird Schweden für immer sein. Nein, hier werden wir jetzt unsere Wurzeln schlagen und das Land nie mehr verlassen. Wir wollen natürlich auch noch was von der Welt sehen. Wer weiß, wie sich die Lage entwickelt, vielleicht verschlägt es uns irgendwann auch noch mal ganz woanders hin. Aber jetzt gerade passt es hier voll. Und jetzt werden wir erstmal hier bleiben. Das ist der Plan. Gold hair, gold rings. Hier bleiben bedeutet für uns, dass wir nächste Woche unseren Koffer packen, das Auto noch ein letztes Mal beladen und dann Richtung unseres neuen roten Schwedenhauses fahren. Crazy! I'm ready. Me too, aber auch aufgeregt. Es ist ein neues Kapitel und ihr werdet euch jetzt natürlich wahrscheinlich fragen, was wird aus den Allerweltsaffen? Was wird aus ihrem YouTube-Kanal? Hat der YouTube-Kanal eine Zukunft? Und die Antwort ist natürlich ja! Ja, also, wir bleiben und wir werden auch in nächster Zeit nicht so bald weggehen von YouTube. Wir können euch nur jetzt noch einen viel, viel besseren Eindruck in das Leben hier geben. Also bis jetzt war es natürlich immer so, wir sind von A nach B gereist, ständig woanders. Wir hatten ja auch gar keine Zeit, die Sprache so richtig zu lernen. Ja. Und das wird sich jetzt alles ändern. Also wir werden uns hier integrieren, die Sprache auch lernen. Und ihr werdet eben neben den schönen kleinen Reiseausflügen, die wir auch machen und die Abenteuer, die wir hier noch in Schweden und in der Natur erleben, werdet ihr aber auch ein bisschen mehr eben unseren Alltag als Neuauswanderer in Schweden miterleben. Genau, ihr werdet uns also ein bisschen besser kennenlernen, auch nochmal vielleicht von einer anderen Seite. Ja, vielleicht lernen wir uns nochmal von einer anderen Seite kennen. Oh boy. Bitte nicht. Gold hair, gold rings, gold leaves. An dieser Stelle wollen wir uns einfach mal recht freundlich und herzlich bei euch bedanken, dass ihr toll und schön und bereitwillig unsere Videos schaut. Bereitwillig? Nee, also das war richtig schön, dass ihr uns auf der ganzen Reise begleitet habt. Jede Woche ein neues Abenteuer. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt und uns bei diesem neuen Lebensabschnitt begleitet. Wenn ihr wollt, ich meine, dann könnten wir den nächsten Schritt wagen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Und wir wollten euch auch noch mal mit auf den Weg geben, was wir aus diesen ganzen Monaten Reisen gelernt haben. Und es ist ja auch eine Frage, die oft kommt oder eine Aussage in unseren Kommentaren. Oh, voll cool, ich will das auch machen, was ihr macht, aber ich habe es nicht so leicht wie ihr. Ich kann es jetzt nicht machen, weil Grund XXXY. Also für uns war dieser Schritt, die Wohnung zu kündigen und alles hinter uns zu lassen, ja auch kein leichter. Also wir waren ja auch nicht irgendwie gerade 18 und haben jetzt mal nach dem Studium so eine Art Gap hier gemacht. Wir waren ja auch verwurzelt, hatten Jobs, mussten gekündigt werden, eine Familie. Wohnung, Familie vor Ort. Irgendwie, ja, man musste auch seine Gewohnheiten verlassen, die natürliche Umgebung. Man hat auch einige Opfer eben gebracht. Das ist auch ein finanzielles Risiko, einfach zu sagen, hey, wir gehen jetzt einfach mal auf unbestimmte Zeit. Also
auch ganz, 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 ganz viele Hürden, die wir überwinden mussten, aber sie waren es immer wert. Und wenn wir eins gelernt haben, dann auf jeden Fall das, dass es nie die perfekte Ausgangslage gibt. Ja, vielleicht haben es manche ein bisschen leichter, aber es gibt auch Leute, die haben es viel, viel schwerer. Und da, wo man gerade steht, von da ausgehend, muss man einfach das machen, was man möchte, egal wie schwierig das vielleicht aussieht, weil man macht es einfach Step. Step by Step, by Step, by Step, by Step. Und irgendwann sitzt du dann genau dort, wo du eigentlich hin wolltest. Und dann kommen neue Herausforderungen. Aber that's life und das ist ja auch das Coole. Es geht immer hoch, es geht immer runter, es gibt immer neue Herausforderungen. Und wenn ihr uns auf dieser spannenden Reise weiter begleiten möchtet, dann freuen wir uns natürlich sehr. Und ja, bevor es dann nächste Woche in unser rotes Schwedenhäuschen geht, werden wir jetzt noch die Zeit mit unserer Family nutzen. Die ist nämlich gerade noch zum Besuch. Unsere Neffen schreien schon im Hintergrund. Das ist unser Stichwort. Ah. Eine wichtige Sache haben wir noch vergessen. Wir zwei alten Schweden-Profis sind ja einmal wirklich kreuz und quer durchs ganze Land gefahren. Wir waren fast überall und wir erstellen gerade einen Reiseführer für euch mit unseren Lieblingsspots. Airbnb-Empfehlungen sind noch dabei und es wird auch einen Winter-Roadtrip-Guide geben, weil damals in Lappland haben wir echt die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das hätten wir gerne vorher gewusst. Genau, das wird es in nicht allzu weiter Ferne auch geben. Und wenn ihr Infos wollt, dann schaut einfach unten in die Infobox rein. Dort findet ihr einen Link, wo ihr euch für unsere Newsletter anmelden könnt und dann kriegt ihr auch Bescheid, wann das Ding droppt. Vielleicht wird es auch irgendwann mal den Angelguide von Alex geben, aber bis dann muss er endlich mal einen Fisch fangen, ne? Darauf ein Krok. Macht's gut.